Ein Wald mitten in Vilnius. Ich habe gehört gehabt, da oben soll es irgendwie so Gipfelkreuze geben. Dann habe ich mich dazu entschlossen, jetzt laufe ich einfach mal hoch und werde mal feststellen, ob es da wirklich Gipfelkreuze gibt. Okay, ich habe auf Google geschaut gehabt. Google hat mir das schon gesagt gehabt, es gibt Gipfelkreuze, 3 Stück. Und heute ist mein letzter Tag in Vilnius. Am 4. November 2019. Ich bin jetzt auf dem ersten Hügel oben. Hier steht ein Schild: Stalo Kalnas. So, ich habe ein Foto gemacht, ich blende es jetzt hier auch noch mal kurz ein. Muss ich irgendwo einen Weg runter finden und ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden, weil hier geht es jetzt wieder runter. Diese 3 Kreuze wurden aufgestellt aufgrund dessen, weil hier waren 14 Franziskaner, die wurden hier oben hingerichtet. Die haben versucht gehabt, Vilnius zu bekehren, das Gebiet hier. Das war vor sehr, sehr langer Zeit. Ich habe mir das ja nicht gemerkt. Original waren das Holzkreuze. Sie wurden immer wieder weggerissen. 1300 noch was oder 1400 noch was waren die ersten Holzkreuze, bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher mit dem Jahr. Die wurden immer wieder weggerissen. Zuletzt wurden sie zu Sowjetzeiten zerstört, die Kreuze. Dann hat man sie 1989 nach dem Zerfall der Sowjetherrschaft wieder aufgebaut. Und das ist das, was seither kontinuierlich hier steht, als Wahrzeichen von Vilnius. Die sind nachts auch beleuchtet. Man hat hier eine super Aussicht. Das ist bisher der Punkt, wo ich jetzt gefunden habe hier mit der besten Aussicht. Wer hier ist, das lohnt sich wirklich, einfach mal da hochzugehen. Ich bedanke mich hiermit bei dem netten Herrn aus England, bei dem Älteren, der mir den Tipp gegeben hat, dass ich hier hochgehen soll. Die Kreuze hinter mir, was man hier sieht, ich denke, das sind die alten Kreuze, die zerstört wurden, die Originalen. Da unten stehen auch die Daten drauf, die Jahre, wann sie zerstört wurden oder wann es aufgebaut wurde, sicher bei dem hier sind. Das ist 1916 war es einmal. Dann 1950 und dann 1989. Diese Kreuze sollen das Christentum in Vilnius darstellen. Das ist ein Mahnmal, ein Denkmal für das Christentum in Vilnius. Ich gehe den anderen Weg runter. Der andere Weg geht in Holztreppen. Wer also keinen Berg hochlaufen will, der kann hier Holztreppen gehen. Und es sind einige Holztreppen. Und hier hinter mir, was ich jetzt schon gelaufen bin, es ist auch hier der höchste Punkt da oben, den ich bisher hatte in Vilnius. Also ist wirklich ein Besuch wert.
Würde mir jemand glauben, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin mitten in der Stadt, ich bin mitten in einer großen Stadt, würde das jemand glauben? Da drüben ist der Park. Hinter mir ist die französische Botschaft, hier ist der Wald und vor mir sind die Häuser vom Wohngebiet. Und jetzt gehe ich ins Zentrum und dazu laufe ich hier an diesem Fluss entlang. Das ist die Vilna oder wie ähnlich die heißt. Die ist der Fluss, der durch Vilnius fließt. Und ich bin mitten in der Stadt im Wald.